Zum Abschluss der Vorlesung noch etwas, ja, Zusammenfassung. Wir haben uns in der Vorlesung verschiedene Arten angeschaut, wie wir Dokumente am Rechner als Vektoren darstellen können. Vektoren sind immer schön, weil wir damit besser rechnen können. Wir können da auf Ähnlichkeitsmaße definieren. Wir können Indexstrukturen darauf anwenden, um zu suchen. Es gibt also viele Gründe, warum wir gerne die Dokumente nicht als eine Reihe von Zeichen darstellen wollen, sondern eben auch als Vektoren. Der älteste und klassische Ansatz dafür sind Bag of Words, in der Regel dann gewichtet mit Maßen wie TF-IDF. Ist sehr vorteilhaft, wenn wir eine exakte Suche durchführen wollen. Die können wir damit sehr, sehr gut machen. Und das ist auch so das Herzstück von Textsuchmaschinen, wie es klassischerweise bei Google und Ähnlichem früher im Einsatz war und wie es in, ja, Softwarebibliotheken wie Lucene, Elasticsearch und Ähnlichem umgesetzt wird. Danach haben wir uns eben angeschaut, wie Topic-Verteilungen funktionieren und Topic-Modeling, also Probabilistic Latent Semantic Indexing, Latent Dirichlet Allocation und derartiges, wie man also einen Korpus von Dokumenten in Themen sortieren kann. Dann haben wir uns auch Embeddings angeschaut, also neuronale Netze zur Analyse von Dokumenten. Die erzeugen wir meistens erstmal für jedes Wort einen eigenen Vektor, eben ein sogenanntes Embedding, zum Teil auch für Subworte, wenn wir mit entsprechenden Tokens arbeiten. Es könnten für Entitäten, aber auch aus mehreren Worten ein Vektor entstehen. Diese Techniken sind sehr stark im Einsatz beim Thema der Übersetzung, wo man eben natürlich mit solchen Sequenzen von Tokens arbeitet und sehr oft eine Übereinstimmung von Worten 1 zu 1 hat, aber natürlich nicht immer und deswegen eben Techniken wie Transformer und Ähnliches entwickelt wurden. Das sind alles erstmal Techniken, um ja unsere Daten als Vektoren zu kodieren. Oftmals ist so ein Zwischenschritt eine sogenannte One-Hot-Encoding, wo man also ein Wort als eigentlich einen Vektor mit einer einzigen Eins darstellt und das dann in ein, über eine, ja, Dictionary in einen Vektor übersetzt und derartiges. Und das führt auch zu gewissen Problemen. Vektoren sind schön, weil wir damit gerne irgendwie rechnen wollen, aber wir müssen halt bei Text auf einige der Besonderheiten achten, wie beispielsweise die hohe Dimensionalität. Und wenn ich jetzt einen Bag-of-Words-Ansatz naiv ansetze, dann einsetze, dann habe ich eben zunächst mal schnell ein Problem mit meinen Stopworten, weil sie so wahnsinnig oft vorkommen. Das heißt, ich muss irgendwie Gewichte wählen, ich muss meine Gewichte irgendwie pflegen, wenn sich die Daten ändern. Also ich habe hier dieses TF-IDF typischerweise im Einsatz. Das ist aber auch sehr heuristisch. Es ist nicht irgendwie jetzt klar, warum das so gut funktioniert und warum es besser funktioniert als andere. Wenn ich Tippfehler drinnen habe, dann habe ich bei Bag of Words bereits immer einen anderen Vektor. Und da wäre man gerne etwas robuster. Gleichzeitig, gleiche Worte müssen nicht die gleiche Bedeutung haben. Also Bank kann halt zum einen das Geldinstitut sein, auch im Deutschen bereits. Die Bank kann ja die Gartenbank sein oder Park. Oder es kann das Geldinstitut sein. Im Englischsprachigen kann es auch noch an das Uferbereich von einem Fluss sein. Das heißt, wir haben hier mehrere Worte, die genau gleich geschrieben werden, die bei Bag of Words dadurch gleich kodiert würden, die aber eine doch ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Und das kann auch eben die andere Richtung gehen. Also wir haben auch Synonyme. Wir haben Worte, die ganz unterschiedlich sind, aber am Ende das Gleiche bedeuten. Wir haben Negation, die uns sehr viel durcheinander bringen kann. Also das dann Sarkasmus und Ironie. Also das Kissen ist weich wie ein Ziegelstein. Ja, es ist halt eben nicht weich. Das heißt, diese Kodierung kann dadurch auch irreführend sein, wenn kein entsprechendes Verständnis eigentlich von dem Satz drin vorliegt. Wenn wir sehr kurze Dokumente haben, machen uns auch einige der Ansätze Probleme. Ja, der Vektor wird, sage ich mal, sehr diskret. Er hat sehr, sehr viele Nullen, er hat nur einige wenige Einträge drinnen und ja, mit den entsprechenden Problemen, dass diese ungewöhnlich
groß dann sind. In einem langen Dokument sind dann die einzelnen Worte etwas stärker ausgemittelt. Ich habe also mit kurzen Dokumenten auf einmal ungewöhnlich extreme Vektoren auch drinnen. Wir haben eine hohe Dimensionalität. Das ist berechnungstechnisch manchmal ein Problem. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie ich das mit dünn besetzten Vektoren kompakter und schneller durchführen kann. Bestimmte Techniken funktionieren nicht mehr im hochdimensionalen Fall. Also ein Index wie ein KD-Baum funktioniert dann nicht mehr. Ich muss andere Indexstrukturen verwenden, die insbesondere die vielen Nullwerte ausnutzen können. Das kann mir auch bei den Ähnlichkeitsberechnungen ziemlich Probleme machen. Im Hochdimensionalen ist einfach alles irgendwann etwa gleich ähnlich. Ich tue mir schwer zu entscheiden, ob etwas sehr ähnlich ist oder nur ein bisschen ähnlich ist oder eher unähnlich ist. Ich kann manchmal über die Reihenfolge noch ganz gut arbeiten, aber dann ein echtes Entfernungsmaß habe ich in dem Sinne nicht mehr, wo ich diese Zahl interpretieren könnte. Und wir haben bei Text doch immer noch sehr große Evaluationsprobleme. Wenn Sie an den Simpsons-Datensatz denken, ist nicht so ganz klar, in welcher Art und Weise man diesen denn korrekt in Themen und in Klassen unterteilen könnte, weil sich diese eben sehr, sehr stark überlappen. Und unsere Maße sind halt in der Regel darauf ausgelegt, dass wir Sachen evaluieren, die sich nicht überlappen. Wir leben, haben da noch eine sehr ideale Welt von disjunkter Klassifikation. Das ist natürlich insbesondere im Kontext von Clustering und Topic Modeling dann ein Problem, denn das ist auch so ein bisschen der Unterschied. Die meisten Clustering-Verfahren ordnen jedes Objekt genau einem Cluster zu, wie wir es bei Spherical K-Means gesehen haben. Dort wird jedes Objekt genau einem zugewiesen. Es gibt ein paar Varianten, Gaussian Mixture Modeling zum Beispiel, Fuzzy Z-Means. Dementsprechend könnte man auch ein Fuzzy Spherical K-Means machen, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich schon längst. Aber es ist immer manchmal noch eher heuristisch, wie diese relative Zuordnung dann erfolgt. Und manche der Ansätze, wie im Gaussian Mixture Modeling, nehmen eigentlich immer volldimensionale Vektoren an, also ohne diese ungewöhnliche Häufung an Nullwerten. Die kann uns bei so Sachen wie eben Gaussian Mixture Modeling durch die verschwindende Varianz in diesem Bereich, in Teilmengen, wo ein Wort zum Beispiel gar nicht vorkommt, haben wir dem entsprechenden Attribut keine Varianz mehr. Dann können wir aber auch keine Gauss-Verteilung mehr annehmen. Das kann uns also dann schnell Probleme machen. Und das sind also ein bisschen die Gründe, warum man eben Topic Modeling entwickelt hat. Da werden Dokumente dann als Mischmodell von Themen interpretiert. Also ein Dokument behandelt mehrere Themen, aber eben nicht alle, sondern ein paar Themen tauchen eben stark da drin auf. Und das kann eben bei dem LDA-Ansatz, Latent Directed Allocation, über den Prior auch gesteuert werden. Wie stark soll dieser Effekt sein? Möchte ich eigentlich, dass jedes Dokument nur zu einem Thema möglichst gehört oder darf ein Dokument zu vielen Themen gehören? Das kann man hier mit diesem Dirichlet, der Dirichlet-Annahme, steuern. Das ist eine ganz schöne Eigenschaft. Ich kann damit auch steuern, möchte ich spezifische Themen oder breitere Themen haben, darüber eben, wie viel sie so abdecken. LDA nimmt in gewissem Sinne, das Topic Modeling nimmt dieses Thema der Sparse-Vektoren an. Der Dirichlet-Prior erzwingt, dass meine Topic-Vektoren auch etwa Spaß werden, also viele Werte haben, die nahe an Null sind. Es gibt dann noch Techniken, wo man die dann auch ganz rauslässt, die unter einem gewissen Schwellwert liegen. Das Dritte, was wir uns hier angeschaut haben in dem Bereich, ist das Thema Phrasen, häufige Phrasen. Ich habe das hier zu dem Thema Clusters und Topics mit hinzugenommen. Denn in einem gewissen Sinne ist so eine wiederkehrende Phrase auch ein Thema, um das es gehen könnte. Man kann argumentieren, dass eben, wenn in einem Text United States of America vorkommt, dass es irgendwo um die USA geht. Da ist also ein gewisser Bezug da. Wir haben auch die Eigenschaft, dass die Sachen sich überlappen können. Ein Dokument kann so ein Frequent Item Set enthalten, es kann eben aber auch mehrere enthalten. Das heißt, diese liefern mir keine vollständige disjunkte Partitionierung der Daten, ähnlich wie mir das auch die Topics nicht tun.
Ich kann mit solchen Sachen dann Entitäten suchen als eine Struktur in meinen Sätzen. Ich kann teilweise auch Paraphrasen suchen. Ich kann Sprichwörter in einem gewissen Sinne suchen, wenn ich einen entsprechend großen Datenbestand analysiere. Und ich kann eben Kokurrenzen von Entitäten analysieren. Und diese Kokurrenzanalyse ist allgemein auch eine sehr, sehr spannende Sache. Die Kokurrenz von Worten bildet jetzt so ein bisschen ein Brückenglied in diese neuronalen Techniken dann auch. Wir haben ein paar Techniken immer wiederkehren sehen, algorithmische Techniken, das sind hier gemeint. Und zwar sehr viele der Ansätze, mit denen wir uns beschäftigt haben, kann man als eine Matrixfaktorisierung betrachten. Das kann jetzt explizit sein. Bei Landed Semantic Indexing haben wir explizit eine Matrix wie die Back of Words oder die TF-IDF-Matrix explizit mit Singulärwertzerlegung in Hauptkomponenten sozusagen faktorisiert. Genauso ist eben Non-Negative Matrix Factorization explizit eine Matrixfaktorisierung und auch die Archetypenanalyse. Aber es kann auch implizit sein. Ich kann auch K-Means als die Matrixfaktorisierung von meiner Feature-Matrix irgendwo interpretieren. Wenn ich sie eben einschränke auf eine One-Hot-Faktorisierung, also einschränke, dass in jeder Zeile bzw. jeder Spalte, je nachdem auf welche Matrix ich schaue, genau eine 1 steht oder genau ein Wert von 1 durch k steht. Damit kriege ich so eine 1 zu 1 Zuordnung oder eine 1 zu n Zuordnung hin zwischen Clustern und Dokumenten. Und dann ist es eben auch interpretierbar als Matrixfaktorisierung, auch wenn ich es algorithmisch effizient anders löse. PLSI und LDA, also die Probabilistic Latent Semantic Indexing, das war die Variante, wo ich eine Verteilung über meine Worte annehme und eben nicht mehr einen beliebigen Vektor als Faktor, kann ich beide über Non-Negative Matrix Factorization wieder interpretieren. PLSI kann ich auch darüber relativ sinnvoll noch implementieren. Das heißt, die hängen auch wieder damit zusammen. Und ich kann eben auch Word2Vec als eine Matrixfaktorisierung interpretieren, die ich jetzt aber algorithmisch anders lerne wieder. Und in dem Fall aber jetzt eine von einer Art Kookurrenzmatrix. Damit sind wir jetzt gerade bei dem erwähnten Thema der Kookurrenzen wieder angekommen, als eine Kookurrenzmatrix der Worte. Das heißt, dass ich im Prinzip diese Kokurrenzmatrix versuche in Vektoren zu zerlegen und die entsprechen dann meinen Spalten in meinen Embeddings. Das ist also die eine Komponente, mir meinetwegen Englisch und Deutsch ein bisschen als Unterschied kodiert oder eben eine männliche, eine weibliche Form. All das wäre die Hoffnung, dass man, was sich als Komponenten in diesem Embedding-Raum wiederfindet. Ich habe mir verschiedene Techniken kennengelernt, wie man solche Sachen dann optimieren kann. Weil es hilft nichts, wenn ich mir dann ein schönes Modell überlege. Am Ende muss ich es irgendwann berechnen. Und ich muss es irgendwie effizient berechnen, weil wir doch gerne größere Datenmengen verarbeiten wollen und auch größere Datenmengen verarbeiten müssen, damit die Modelle irgendwie zuverlässig werden. Dann kann ich das also wie beim K-Means-Algorithmus machen. Dieser Standardalgorithmus für ein K-Means, den kann ich eben interpretieren als einen sogenannten EM-Algorithmus, Expectation Maximization oder auch einen Alternating Optimization-Ansatz, wo ich also abwechselnd mit zwei unterschiedlichen Techniken, zwei unterschiedlichen Schritten versuche, meine Zielfunktion zu optimieren. Und diesen EM-Ansatz haben wir mehrmals nochmal wiedergefunden. Wir haben ihn auch beim Thema BLSI als eine Möglichkeit kennengelernt. Bei LDA ging es nicht mehr ganz so leicht, weil wir es nicht mehr in geschlossener Form effizient berechnen konnten. Wir mussten es ein bisschen emulieren, dazu kommen wir dann gleich. Aber auch bei Markov-Modellen haben wir genau wieder solche EM-Ansätze oder EM-Algorithmen im Einsatz. Bei LDA haben wir auf Gibbs-Sampling gesetzt und Markov-Chain Monte Carlo. Das sind beides erstmal relative Standardtechniken, um bestimmte Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen. Und die hänge ich in einem gewissen Sinne hier in meinen EM-Algorithmus hinein
für eben genau den Schritt, den ich nicht effizient in geschlossener Form lösen kann, dann löse ich ihn eben durch Markov-Chain Monte Carlo Simulation. Und die ja, verbleibende große Technik, die eben bei Word2Vec und BERT und Ähnlichem im Einsatz ist, ist dann der Gradientenabstieg. Und zwar typischerweise aufgrund der Datenmenge ein stochastischer Gradientenabstieg, hat auch gewisse Robustheitsvorteile, wenn ich das mit Sampling kombiniere, dass ich weniger leicht in einem Sattelpunkt zum Beispiel stecken bleibe, weil eines meiner Sample mich mir vielleicht doch wieder in die richtige Richtung herausführt. So, insgesamt haben wir also viel uns mit dem Thema Clustering und Topic Modeling beschäftigt. Auch die neuronalen Netze haben wir eigentlich als eine Art Vorverarbeitungsschritt eingesetzt, um am Ende doch damit unseren Text zu organisieren, weil es ja in dieser Vorlesung jetzt nicht um die maschinelle Übersetzung geht. So, es sind aber beides sehr eng verwandte Sachen. Man kann sagen, es sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Sie bauen in der Regel auf irgendwelche statistischen Annahmen über meine Daten auf. Wie die Zahlen genau liegen und was ich eben annehme des Topics, dessen Dokument häufiger über wenige Themen geht und seltener über viele Themen, all das sind solche statistischen Überlegungen, die da mit reingehen. Das Ganze wird dann in der Regel über eine numerische Optimierung gelöst. Wir können nicht direkt die Lösung in geschlossener Form lösen, sondern halt immer so einen Schritt, in dem Optimierungsschritt, da können wir oftmals zumindest noch einen ja, lokal optimalen Schritt machen, in der Hoffnung, damit irgendwann das ein gutes Optimum zu erreichen. Insgesamt ist aber die Verwendung von diesen Techniken alles andere als jetzt trivial. Man muss relativ viel ausprobieren und dann ist es immer schwierig zu beurteilen, was ist denn nun wirklich gut. Wir haben viele Parameter zu wählen und zu tunen. Das beginnt damit, wie wir die Texte vorverarbeiten, welche Stopworte lassen wir raus, nehmen wir zusätzliche domänenspezifische Stopworte auch aus den Daten heraus, steuern wir die Gewichtung vielleicht zum Beispiel, begrenzen wir die Länge der Vektoren, welche Dimensionalität sollen die Embeddings haben. Wir haben sehr viele Parameter, mit denen wir hier ja, spielen können. Dadurch, wir haben sehr viele Varianten von den Algorithmen. Wir können LDA jetzt über Markov-Chain Monte Carlo optimieren oder über Variational Inference. Beide haben ihre Vorteile, beide liefern mir leider eben nicht notwendigerweise das gleiche Ergebnis. Allgemein wird mir bei LDA, wenn ich es mehrmals laufen lasse, bekomme ich durchaus unterschiedliche Ergebnisse. Und auch das ist eine Sache, mit der ich umgehen können muss, dass ich, wenn ich ein neues Dokument hinzufüge, vielleicht auf einmal ein ganz anderes Ergebnis bekomme. Das ist nicht selbstverständlich, dass das Ergebnis dann stabil bleibt. Das heißt, wenn ich diese Techniken auf einen neuen Datensatz anwenden will, muss ich in der Regel nicht unerheblich Zeit investieren, um alle meine Parameter passend einzustellen. Und damit ich irgendetwas gut einstellen kann, muss ich es irgendwie evaluieren können. Und das ist meistens so der große Knackpunkt. Woher weiß ich denn eigentlich wirklich, wann ein Ergebnis gut ist und wann nicht? Die Evaluation von all diesen Sachen ist leider sehr, sehr schwierig. Ich darf mich nicht darauf verlassen, dass ich eine Funktion X habe, die mir sagt, hier das und das ist gut, sondern zum Teil werde ich das eben von Hand machen müssen. Und wegen diesen vielen Stellschrauben, die wir hier haben, ist es eben wichtig, dass Sie das Ganze nicht als ja, eine Blackbox interpretieren. Nicht einfach nur, ja, ich habe hier meine Bibliothek und weil ich Python gerne nutze, nehme ich jetzt Spacy her und dann rufe ich einfach Funktion X auf und das ist das optimale Ergebnis. Das funktioniert so nicht. Sie dürfen diese Sachen nicht einfach nur als eine Blackbox ja, hernehmen, sondern es ist schon wichtig, dass man versteht, wie die Methoden arbeiten, wie diese sie von den Parametern ja, beeinflusst werden, damit ich nämlich auch weiß, welche Methode ist für mein Problem jetzt die richtige Methode und wie kann ich sie beeinflussen, wenn die Ergebnisse noch nicht so sind, wie ich sie haben möchte. Denn mit ja, anderen Parametern kann ich vielleicht bessere Ergebnisse bekommen.
Das muss ich aber irgendwie ja, verstanden haben, wie es funktioniert. Ich werde es mir meistens nicht mehr leisten können, hier einfach alle Kombinationen durchzuprobieren. Dann hat man eben ein Problem mit der Hyperparameteroptimierung. Und es gibt hier auch noch sehr, sehr viele offene Probleme. Wir haben hier tolle Fortschritte gemacht, aber ja, es gibt auch vieles, was noch nicht so gut funktioniert, wie es könnte. Wir sehen bei den neuronalen Modellen zunehmend eben auch den Mehrsprachlichkeit, also zum Beispiel eben Unterstützung für Deutsch. Aber das ist nicht einfach. Da, ja, Deutsch hat eine relativ komplexe Grammatik. Wir können Satzbau sehr stark variieren. Wir haben im Deutschen meistens sehr starke Schachtelsätze, was in anderen Sprachen wie im Englischen weniger üblich ist, zumindest heutzutage. Da bildet man meistens kürzere Sätze und die haben auch meistens Subjekt, Verb, Prädikat als Hauptform sozusagen, während im Deutschen eben gerne über Umdrehen des Satzbaus ein bestimmter Teil betont wird. Und wenn Sie mal verschiedene Werkzeuge auf deutschen Texten ausprobieren, dann werden Sie feststellen, dass die Qualität dabei ziemlich schlecht sein kann. Nicht muss, aber kann. Manchmal funktioniert es gut, manchmal nicht. Das hat auch mit Sachen wie Konjugieren von Verben zu. Es beginnt auch schon ganz einfach davon, dass wir im Deutschen sehr vielen Worten ein Geschlecht zuweisen. Diese Geschlechtszuweisung ist aber nicht so ganz nachvollziehbar immer. Also, warum heißt es irgendwie der Pullover und die Hose? Das, ja, ich sag mal, ist für viele eher ein Bauchgefühl, denn irgendwie wirklich gut zu begründen. Wir haben im Deutschen auch eine Deklination dazu drinnen. Wir haben also auch dann Worte, die eigentlich ja, das gleiche bedeuten in zwei Varianten. Wir haben den Arzt und die Ärztin, aber im Englischen ist beides einfach nur Doktor. Das sind ein paar so Gründe, warum eben den Deutsch, glaube ich, für den Computer doch echt schwerer zu analysieren ist. Es ist vermutlich auch für den Menschen etwas schwerer zu lernen als Englisch. Und dementsprechend ja, funktionieren manche Werkzeuge auf Englisch noch sehr, sehr gut und auf Deutsch schon deutlich schlechter. Hierarchische Themen habe ich jetzt hier in der Vorlesung bisher noch nicht drinnen, vielleicht in einer späteren Iteration. Ist auch ein ganz spannender Komplex. Das taucht nämlich auch dauernd auf. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass sich Themen stark überlappen können, aber Themen können auch noch Unterthemen haben. Das heißt, wenn wir so ein Thema anschauen wie die Corona-Epidemie, dann ist halt ein Unterthema vielleicht das Thema Impfen. Ist sehr plausibel, dass man so etwas findet. Und es gibt natürlich auch Algorithmen, die so etwas versuchen, aber es macht natürlich das Ganze auch schwieriger. Zeitliche Aspekte. Auch darüber haben wir jetzt hier in dieser Vorlesung nicht gesprochen, aber Themen wandeln sich. Wenn Sie an den Anfang der Corona-Epidemie zurückdenken, dann war das noch etwas Abstraktes, das ja China, Wuhan betroffen hat. Und dann schon fast irgendwie durch den massiven Lockdown dort erstmal erledigt aussah. Alle dachten, okay, es ist vorbei, es lief wie beim ersten SARS-Virus. Ein paar Tote, dieses Mal etwas mehr bereits natürlich, aber dann ist vielleicht dieser Virus auch erst einmal eingedämmt. Aber dann gab es doch die ersten Fälle in anderen Ländern, hier und da relativ unkontrolliert und dann breitete es sich auf einmal ziemlich, ja, unkontrolliert in der ganzen Welt aus. Dieses Thema ist ein Paradebeispiel eigentlich für etwas, das sich kontinuierlich weiter wandelt. Und das gibt es natürlich auch bei anderen Sachen, auch das Thema neuronale Modelle für Sprachverarbeitung wandelt sich kontinuierlich. Methoden wie ELMo, die mal der das neueste heiße Eisen waren, sind inzwischen eigentlich alte Sachen, die keiner mehr so richtig nutzt, weil man sie weiterentwickelt hat. So, das heißt, damit müssen wir auch irgendwann umgehen können.
Ich kann nicht einfach alle meine Daten in einen großen Topf schmeißen und so tun, als wäre das alles, was mich interessiert, sondern ich möchte mich ja meistens mit den neuesten Sachen irgendwie beschäftigen, Analyse. Ich bekomme neue Sachen rein. Ich möchte schauen, was gibt es hier drinnen Neues zu analysieren. Das begrenzt auch ein bisschen die Datenmenge, die ich wirklich zur Verfügung habe, wenn mich die neuen Sachen analysieren und eben nicht mehr Shakespeare. Dann habe ich weniger Daten am Ende übrig. Ich muss also auch so eine Mischung finden. Wie kann ich, welche Sachen kann ich von meinen alten Daten lernen? Zum Beispiel die grundsätzliche Struktur von Sprache kann ich auch an zeitlich nicht relevanten Dokumenten lernen. Und bei welchem Teil muss ich auf diese Neuheit achten, dass ich mit den aktuellen Daten arbeite? Evaluation könnte man noch viel genauer besprechen, auch das habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Da gibt es eben auch genug unklare Sachen, zum Teil aber auch, weil es eben gar keine richtige, ja, Datensätze dafür gibt, an denen man versuchen könnte, so etwas scheinbar objektiv zu beurteilen. Sehr viel ist am Ende nur, was findet der Nutzer besser? Gerade bei so etwas wie eben hierarchischen Themen oder auch Zusammenfassungen von Texten, von Themen. Da habe ich nicht einen goldenen Standard, der mir sagt, das ist die richtige Lösung, sondern es gibt auf einmal viele richtige Lösungen, wo es schwer ist zu beurteilen, welche ist besser, welche ist schlechter oder gar absolut zu beurteilen, wie gut ist die Lösung A. Ein ganz großes Thema und Problem ist Bias und eben auch die damit zusammenhängend Trustworthiness bei AI, also wie zuverlässig sind unsere Systeme. Haben Sie unerwünschte Einflüsse gelernt? Bestimmte sprachliche, also aus den Trainingsdaten kommende Sachen, die wir vielleicht gar nicht drin haben wollen. Wenn ich auf großen Datenmengen aus dem Internet trainiere, beispielsweise aus Social Media, dann lernt so ein System auf einmal rassistische Bemerkungen. Und das möchte ich nicht. Oder es lernt gewisse Vorurteile, gewisse Abschätzungen zu machen. Manche mögen gerechtfertigt sein. Also wenn jemand schwanger ist, dann ist es doch meistens eine Frau. Aber manche davon möchte ich halt auch nicht unbedingt haben. Das heißt, wenn ich weiß, dass jemand Beruf Sekretär hat, dann möchte ich nicht automatisch davon ausgehen, dass es eine Frau sein muss, weil es gibt nun mal auch männliche Sekretäre oder wo es vielleicht noch etwas deutlicher ist, sage ich mal, ein Arzt. Ich möchte jetzt nicht automatisch davon ausgehen, dass alle Ärzte Männer wären. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Ärztinnen. Das sind also alles so Einflüsse, die ich eigentlich nicht unbedingt in meinen Modellen haben möchte, auch weil sich manche Sachen eben auch wandeln. Das mag vor 50 Jahren noch anders gewesen sein, dass wirklich ein Großteil der Ärzte Männer waren. Das gilt vielleicht heutzutage schon viel, viel weniger. Und wenn ich eben auf den desto größeren Datenmengen ich lerne, das bedeutet, dass in der Regel auch desto älter sind meine Daten. Ja, das sind also alles so ein bisschen offene Probleme und die, ja, das Hype-Rad dreht sich immer schneller. Wir bekommen ständig neue Modelle, es sind schon wieder ein paar draußen, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Vor ein, zwei Tagen kam jetzt eine neue Variante von T5 heraus. T5 zwar publiziert in 2020, ich glaube 2021 war dann MT5, Multilingual T5. Das ist, kommen wir auf der nächsten Folie auch dazu, ist ein Transformer-Modell von Google wieder. Da ist so ein bisschen so ein Wettrüsten auch im Gange. Da hat also OpenAI mit dem GPT-3-Modell lange Zeit so ein bisschen den Maßstab der Technik ein bisschen gesetzt, wurden dann von Microsoft gekauft und exklusiv von Microsoft lizenziert. Jetzt versuchen also Google und Facebook hier wieder ein bisschen dagegen zu halten. Die veröffentlichen zum Teil die Daten, aber dann ist wieder das Modell so groß, dass es eigentlich auch kaum jemand anderes kommerziell anbieten könnte. Und das führt auch eben dazu, dass viele Techniken wie ELMo von 2018 jetzt eigentlich schon wieder obsolet sind. UNFIT könnte ich auch zu ELMo schon wieder rüberschieben. Das ist auch eigentlich schon wieder ja, passé. BERT wird immer noch sehr viel eingesetzt, einfach weil es auch so ein bisschen so ein Trade-off ist zwischen ziemlich gute Ergebnisse, aber noch
managebare Größe und herunterladbar, dass man es auf einer normalen GPU laufen lassen kann, während eben GPT-3 nur bei Microsoft läuft und T5 ist jetzt relativ neu noch. Die größeren Modelle sind halt wiederum zu groß für die viele Grafikkarten. Das ist halt auch das Problem. Wir haben hier einen teilweise inzwischen absurd hohen Rechenbedarf und damit auch Energiebedarf. Und das ist auch ein bisschen eine ethische Fragestellung, wie weit man das weiter unterstützen möchte, dieses Wettrennen und Wettrüsten. Ich glaube, das aktuell größte Modell, kommt aus China. Und dieses ganze Thema Blackbox und Trustworthiness, Trustworthy NLP ist nicht zu unterschätzen. Gerade in Deutschland wird beim Thema KI das Thema Trustworthiness momentan sehr, sehr groß geschrieben. Wie zuverlässig sind denn meine Ergebnisse? Kann ich die in einem Jahr immer noch so bekommen oder hat sich da schon wieder alles geändert? Habe ich einen Bias drin, den ich drin haben möchte und nicht haben möchte? Wie kann ich einen Bias loswerden, den ich nicht drin haben möchte? Und das wird momentan nicht besser. Wenn die Modelle wie GPT-3 und auch das Google T5-Modell Text-to-Text Transfer Transformer anschauen, dann werden die meistens nicht mehr für so eine vom Computer, von Menschen so richtig in Formeln gegossenes Problem sozusagen trainiert, sondern die sind eigentlich darauf ausgelegt, Eingabe ist ein Text, Ausgabe ist ein Text, Ende. Das ist ein bisschen sicherlich motiviert, auch aus dem Thema, man möchte eine allgemeine künstliche Intelligenz machen, die beliebige Probleme lösen könnte. Das ist dieses Transfer in diesem T5 drinnen, der ich also ein neues Problem stellen könnte und die kann es vielleicht auch noch lösen. Aber derzeit ist es eigentlich eher so, dass die gut sind im Raten und dass sich leider zu viele Probleme durch geschicktes Raten lösen lassen. Was halt bei diesem T5 zum Beispiel gemacht wird, ist, es wird für bestimmte Aufgaben noch nachtrainiert. Diese Aufgaben werden dann in der Regel eben als Text in die Eingabe reinkodiert und das Netzwerk muss eben bei diesem Nachtrainieren lernen, aus dieser Frage, die ich ihm in gewissem Sinne stelle, zu verstehen, wie es die Antwort berechnen soll. Man kann in diesem T5 zum Beispiel sagen, Translate English to German, that is good. Oder zum Teil auch einfach nur Translate to German, that is good. Und das Modell liefert mir als Ausgabe, das ist gut. Das ist natürlich ein sehr, sehr einfaches Beispiel, dass man Wort für Wort übersetzen kann. Ich habe jetzt noch nichts ausprobiert, wo so eine Satzinversion oder so etwas drin wäre, weil auch das Modell, mit dem ich es getestet habe, T5 Small, nur aus Englisch in Deutsch übersetzen konnte, aber andersrum habe ich es nicht hinbekommen. Und diese Satzbauinversionen sind ja eher im Deutschen verwendet, um irgendetwas zu betonen. Aber ich habe es zum Beispiel auch so etwas wie hier Blackbox Model übersetzen lassen. Und das Ergebnis ist gleichzeitig irgendwie nicht so überzeugend, aber auch irgendwie faszinierend. Denn dieses T5 Small Modell hat also Blackbox Model mit Schwarzkistenmodell in einem Wort übersetzt. Das ist ein ungebräuchlicher Begriff. Blackbox verwendet man meistens auch als eine Art feststehenden Begriff, so im Deutschen. Der wird in der Regel nicht eingedeutscht. Das heißt, das Netzwerk hat nicht gelernt, dass man das bei diesem Wort nicht macht. Stattdessen hat es versucht, es kanonisch zu übersetzen. Und das ist der faszinierende Aspekt dabei wiederum. Schwarzkistenmodell findet man nicht bei Google. Kein Treffer im Internet, wenn man Google glaubt. Demnächst wird vielleicht die Untertitelung von diesem Video auf einmal Schwarzkistenmodell enthalten und dann als Treffer vielleicht herauskommen. Aber es ist in dem Sinne, könnte man sagen, hat hier dieses T5-Modell ein Wort erfunden, das es bisher nicht gab, durch eine kanonische Übersetzung. Aber es zeigt halt auch aus, dass ich dann nicht unbedingt mich so ganz darauf verlassen kann, dass das, was am Ende rauskommt, so 100% das ist, wie man es sozusagen übersetzen würde. Die Prompts sind teilweise ein bisschen eigenartig kodiert. Da steckt also auch viel Kunst manchmal mit drin, diese Sachen entsprechend zu kodieren.
Es gibt zum Beispiel auch dieses Prompt STSB, Sentence One. Dann ein erster Satz, the rhino grazed on the grass. Und ein zweiter Satz, the rhino is grazing on the meadows. Und die Ausgabe von dem Netz soll danach eine als textcodierte Zahl sein. Also hier zum Beispiel die Ähnlichkeit 3,8. Sollen wir aussagen, STSB steht für Semantic Textual Similarity Benchmark. STS ohne B wäre also eigentlich sinnvoller gewesen. Es ist kein typisches Wort, dadurch macht es das wahrscheinlich dem neuronalen Netzwerk etwas leichter zu erkennen, dass das dieses Prompt sozusagen ist, diese Anfrage an das Netzwerk ist. Und wenn ich irgendwie stattdessen schreiben würde, Similarity of, und dann diese zwei Sätze in Anführungszeichen setzen, wäre es schwieriger für das Netzwerk, das Ganze zu lernen. Das ist also ein bisschen unschön und fragil. Und was das T5-Modell wohl auch kann, das hat bei mir aber gar nicht gut funktioniert, ist Text Summarization. Dass ich also zum Beispiel sage, Summarize State Authorities Dispatch Emergency Crews Tuesday to, das ist eine Zeitungsmeldung zu einem Unglück. Und da soll eben als Zusammenfassung, das ist vielleicht auch sozusagen mehr das Ziel von den Trainingsdaten her sein, Six people hospitalized after a storm in Atala Country. Das ist eine Einsatzzusammenfassung von einer Zeitungsmeldung. Daraufhin werden diese Netzwerke GPT-3 und T5 heutzutage trainiert. Und dann muss eben das Netz lernen, was diese Aufforderung sozusagen bedeutet. Und da stellt sich auch ein bisschen die Frage, ob das wirklich die sinnvolle Art ist, dass ich ihm hier als Text kodiert die Aufgabe mache und nicht halt unterschiedliche Gewichte für diese drei Aufgaben vielleicht lerne in diesem Nachtraining. Wir haben hier auch ein bisschen das Problem, dass wir eben nicht garantieren können, dass das auch dann wirklich passiert. Wenn ich ihm einen, englischen Satz hier reingebe, sagt das halt English to German. Wer sagt mir, dass am Ende wirklich in Deutsch rauskommt, dass er nicht das gleiche wieder in Englisch liefert oder in Französisch? Es ist eigentlich mehr ein Glücksspiel, es ist darauf trainiert, aber ich kann es eben im Sinne von einer Trustworthy AI nicht garantieren, dass er das macht. Ich kann nur experimentieren und sagen, naja, in meinen Experimenten hat es halt fast immer geklappt. Das ist halt für manche Anwendungen irgendwie ein bisschen zu wenig, wenn ich nur weiß, manchmal klappt das. Das ist gerade ein bisschen schade. Es werden hier Benchmark-Highscores mit immer größeren Modellen und immer mehr Rechenaufwand gejagt. Aber es wird wahnsinnig viel über dieses Thema Trustworthy AI und so etwas gesprochen. Aber letztlich sind es derzeit leider irgendwie zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten. Wir haben dieses Opportunistische. Meistens klappt es besser als bei den bisherigen Ansätzen. Da kriege ich einen neuen Highscore, aber keine Garantien sozusagen. Und auf der anderen Seite diesen Wunsch nach Garantien. Da muss also noch sehr viel Forschung reingehen. So, und das war es dann auch mit dieser Vorlesung für dieses Semester. In der letzten Sitzung ist noch Zeit für eine Fragestunde.